Der Fall des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt sorgt ja immer wieder für Kopfschütteln. Ja, ganz Österreich rätselt, wie das eigentlich möglich war, dass jemand, und da sind wir bei einem großen Thema, die Verhaberung so gepflegt hat, wie dieser ÖVP-nahe Beamte, der sogar mit Milliardären auf einer Yacht war oder sich den Porsche eines Multimillionärs ausbauen konnte. Jetzt hatte er einen großen Auftritt im Parlament, im Untersuchungsausschuss. Und dort hat er fast alle Fragen nicht beantwortet. Also eigentlich eine Riesenshow abgezogen. Und dazu habe ich jetzt Christian Hafenecker, Abgeordneten der FPÖ und Sprecher des Teams des Untersuchungsausschusses der FPÖ, hier bei mir im Studio zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, Herr Schmidt. Herr Abgeordneter, wir haben da eine Situation, die eigentlich noch nie so da war, dass ein vorgeladener Zeuge beim Untersuchungsausschuss sich derart verhalten hat. Absolutes Novum, genau. Also wie Sie schon gesagt haben, der Herr Schmidt ist ja mit einem großen Brimborium im Untersuchungsausschuss, ich möchte fast sagen, aufgeschlagen. Man hat sich wirklich erwartet, dass er zumindest die Dinge wiederholt, die er schon vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt hat. Wäre interessant gewesen, weil im Untersuchungsausschuss ja bekanntermaßen auch Wahrheitspflicht herrscht. Also das hätte dann schon Gewicht gehabt. Fakt war aber, dass er eigentlich, ich glaube, 96 Journalisten dort zum Narren gehalten hat und in einer knapp dreistündigen Befragung dann schlussendlich kein Sterbenswörtchen gesagt hat. Also kann man noch an meine Frage erinnern, die aus einem gewissen Ärger heraus schon gestellt habe, ob er ÖVP-Mitglied ist. Und selbst die hat er damit beantwortet, dass er sagt, dass er möchte dazu nichts sagen, weil er sich nicht strafrechtlich belasten möchte. Was besonders skurril ist, denn bekanntermaßen ist es noch nicht strafbar, bei der ÖVP Mitglied zu sein. Also Sie haben ja diese Frotzelei jetzt als Begründung genommen, jetzt der Justizministerin Alma Zadic einen Brief zu schreiben, in dem Sie ganz klar feststellen, so kann es eigentlich nicht sein, dass jemand, der die Demokratie vorführt, der das Parlament vorführt, dann noch mit einem Kronzeugenstatus belohnt wird. Absolut richtig. Ich möchte aber vorwegschicken, dass es mir natürlich klar ist, dass es in Österreich eine Gewaltentrennung gibt und dass ich jetzt nicht als Abgeordneter da intervenieren kann, dass der Herr Schmidt seinen Kronzeugenstatus nicht bekommt. Mir war es nur wichtig, dass die Ministerin aus erster Hand die Information erhält, was in diesem Untersuchungsausschuss abgelaufen ist. Das Protokoll wird eben erst ein bisschen später fertig. Und wenn man tatsächlich momentan in Justizkreisen darüber nachdenkt, dem Thomas Schmidt einen entsprechenden Kronzeugenstatus zu geben, dann würde ich meinen, dass man halt auch dieses Verhalten im Untersuchungsausschuss in diese Entscheidung mit einfließen lassen sollte. Denn aus meiner Sicht kann Kronzeuge nur jemand werden, der auch eine vertrauensselige Person ist bis zu einem gewissen Grad, wo man sagt, okay, passt, der hat wirklich ein offenes Interesse daran, an der Aufklärung mitzuwirken. Aber jemand, der sich dort hinsetzt und ich glaube 46 Mal die Aussage verweigert, so wie es der Thomas Schmidt gemacht hat, ja, fällt für mich nicht in dieses Schema hinein. Kronzeugen sind, wenn Sie so wollen, Leute, die vielleicht beim Bankraub irgendwie draußen gesessen sind und das Fluchtauto gelenkt haben, um dann später vielleicht einmal doch auszusagen, wer in dem Auto noch alle gesessen ist und maskiert war. Aber der Thomas Schmidt gehört für mich da nicht dazu. Der ist aus meiner Sicht mitten im Tresorraum gestanden, aber nicht draußen gesessen. Was war eigentlich so die Antwort, die Sie am meisten geärgert hat bei dieser Parlamentsbefragung? Nein, es gab nur eine Antwort und zwar hat er immer auf sein Eingangsstatement verwiesen, das sehr, sehr lang war, aber trotzdem nichts ausgesagt hat. Und da hat er dann gesagt, ja, nachdem seine Befragung bei der WKStA noch nicht abgeschlossen ist, würde er diese Befragung auch nicht gefährden wollen und deswegen entschlägt er sich einfach und hat auch ganz am Anfang klar gemacht und man kann ihn auch nicht dazu zwingen, weil er wird halt dann rechtlich dagegen vorgehen und so weiter. Also er hat rein gar nichts gesagt und hat sich eigentlich nur revolviert quasi in dieser Aussage und das ständig wiederholt. Also wie er schon im Eingangsstatement gesagt hat, sagt er nichts. Haben ja manche Medien damals berichtet, es soll eine Beugestrafe geben. Ist es überhaupt noch sinnvoll jetzt auch von der Höhe? Ich glaube 1000 Euro oder im Wiederholungsfall sogar ein bisschen höher. Also ein Mann wie Thomas Schmidt nimmt das dann in Kauf, dass er dann im Höchstfall vielleicht 10.000 Euro Beugestrafe zahlen soll? Naja, ich denke schon, dass man diese Maßnahmen ergreifen muss, denn es kann ja nicht sein, dass man auf diese Art und Weise einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ich möchte es auf Wienerisch sagen, papiert. Ja. Das haben ja die Leute da drinnen satt und man muss sich mal vorstellen, was auch für Kosten entstanden sind durch diesen Tag. Die Parlamentsmitarbeiter haben da sein müssen, die Abgeordneten selbstverständlich auch. Also da ist es schon recht und billig, dass es dann auch zu diesen Beugestrafen kommt.
Worüber man vielleicht nachdenken muss, ist das, was Sie ja vorher auch gesagt haben, ein Mann wie Thomas Schmidt, der kann sich vielleicht sogar die 10.000 Euro leisten, zumindest hat er irgendwann einmal 560.000 Euro als ÖBAG-Chef bekommen, ja, die auch nicht zurückzahlen auch nicht musste wenig, und dann noch einen goldenen Handshake auch noch dazu. Also das nur nebenbei. Aber darüber sollte man vielleicht wirklich nachdenken, wie es mit den Beugestrafen in Zukunft aussehen kann. Denn wenn jemand viel Geld hat, dann kann er sich mit Beugestrafen mehr oder weniger freikaufen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Signal, das wir nicht sehen sollten, weil dem Herrn Benko wird das wahrscheinlich auch vollkommen wurscht sein. Der nimmt lieber die 10.000 Euro in Kauf oder auch wenn es mehr ist, als dann dort vielleicht aus seiner Sicht das Falsche zu sagen. Das heißt also, wir dürfen jetzt nicht eine Situation schaffen, die es den Reichen ermöglicht, dort sich freizukaufen und alle anderen sind im Untersuchungsausschuss dann Antworten schuldig. Also da wird sicherlich in einer allfälligen Reform der Geschäftsordnung auch einmal darüber nachgedacht werden müssen, ob man das vielleicht adaptieren kann. Wie wird es jetzt überhaupt mit diesem Untersuchungsausschuss weitergehen? Was ist Ihre Prognose? Naja, es ist jetzt so, dass die NEOS ja ursprünglich gesagt haben, sie wollen den Untersuchungsausschuss nicht mehr verlängern. Das heißt, dann wäre der Untersuchungsausschuss mit 7. Dezember zu Ende gewesen. Wobei auch eigenartig aus meiner Sicht, warum gerade die NEOS, das ist ja immer das Mantra der Transparenz und so weiter. Ja, stehen, ja. Ja. Also das haben sie dann irgendwie selbst mit Füßen getreten, war für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe immer vermutet, dass es vielleicht irgendeinen Deal mit der ÖVP und der Frau Meindl-Reisinger gibt, weil dass die Frau Christbach selbst die Früchte ihrer Arbeit dann sozusagen in den Mistkübel schmeißt, hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, jetzt ist es aber so, dass es aufgrund des Vorfalles bzw. der Nicht-Aussage von Thomas Schmidt bei den NEOS offensichtlich zu einem Umdenken gekommen ist. Das heißt, man wird dort jetzt nochmal über eine Verlängerung nachdenken. Man hat auch schon zugesichert, dass man diese Schmidt-Befragung machen möchte. Und die ist deswegen wichtig, weil die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, zu uns gesagt hat, die Schmidt-Befragungen werden noch in etwa bis Mitte Dezember dauern. Mhm. Dann wäre dieser Befragungsteil abgeschlossen und dann würde dem Herrn Schmidt auch die wichtigste Ausrede wegfallen, dass er vom Untersuchungsausschuss nichts sagen möchte, weil die Befragung noch läuft. Also mit Beendigung der Befragung könnte der Schmidt dieses Argument nicht mehr ziehen. Und genau deswegen könnte man dann jedenfalls im Jänner noch die Befragung erneut starten und hoffentlich dann die Informationen bekommen, die wir brauchen. Also diese Show, die da schon einmal abgezogen worden ist, die kann es dann nicht mehr geben im Jänner oder jedenfalls wird es dann sehr teuer? Es wird dann sehr teuer. Abgesehen davon, auch formal muss es noch einmal eine Befragung von Thomas Schmidt geben, um die Beugestrafen, so der Verwaltungsgerichtshof, die jetzt dann auch als rechtens empfindet, dass die dann auch umgesetzt werden können. Denn wenn der Untersuchungsausschuss endet und Thomas Schmidt nicht mehr vorgeladen ist, dann verflüchtigen sich auch die Beugestrafen. Das heißt, die können dann nicht mehr zur Anwendung gebracht werden. Mhm. Denn die Beugestrafe hat ja zum Sinn, die Auskunftsperson dazu zu bewegen, dann doch was auszusagen. Nur wenn er keinen Termin mehr hat, dann fehlt die rechtliche Substanz. Das heißt also, so kann man den Herrn Schmidt nicht durchkommen lassen. Und genau deswegen setzen wir uns auch massiv dafür ein, dass erstens einmal dieser Grundzeugenstatus nicht zustande kommt und zweitens diese Vorladung noch einmal passiert. Was wäre Ihrer Meinung nach jetzt noch ein wichtiger Zeuge für diesen Untersuchungsausschuss, wenn der jetzt noch fortgesetzt wird? Ja, ein Zeuge, auf den wir noch warten, ist zum Beispiel der vorher erwähnte René Benko. Also auch da gibt es ja neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit Schmidt und vielleicht auch mutmaßlicher Unterstützung bei dem einen oder anderen Steuerakt, den der Benko ja mutmaßlich mit dem Herrn Schmidt besprochen hat. Also da würde ich schon noch gern einiges dazu wissen, auch Vorgänge rund ums Goldene Quartier, Vorgänge rund um den Kauf der Postsparkasse am Stubenring oder auch die Vorgänge rund um den Kauf des Kicker-Leiner-Gebäudes, weil noch immer die Sache im Raum steht, dass man damals sogar extra ein Bezirksgericht für René Benko geöffnet hat, um diesen Deal noch abzuwickeln. Also alles das sind Dinge, die mich natürlich oder die uns natürlich noch massiv interessieren würden. Wie soll es dann aber weitergehen nach dem Untersuchungsausschuss? Gibt es dann eigentlich, wenn alles jetzt noch besprochen wird, dann noch mehr auftaucht oder noch mehr die ÖVP belastet wird, gibt es eigentlich dann noch die Chance auf eine Gesprächsbasis zwischen ÖVP und FPÖ? Ich glaube, der Ball liegt definitiv bei der ÖVP. Ich habe den Eindruck, dass die ÖVP nicht versteht, dass sie die Leute nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen wollen. Die Leute haben satt in einer Krise, wie es jetzt mit der Teuerung der Fall ist, ständig über die Korruptionsneigungen innerhalb der ÖVP zu diskutieren. Die Leute haben satt. Ja, aber die ÖVP würde eh nicht gern drüber reden, glaube ich. Naja, schon. Aber nur die ÖVP müsste dann irgendwann einmal auch Konsequenzen ziehen. Und das ist ja bis jetzt nicht passiert. Wir haben ja immer die gleiche Situation. Es kommen neue Dinge zum Vorschein. Ja. Die werden dann einmal abgestritten. Erst dann, wenn man es nicht mehr abstreiten kann, dann werden sie halt so halbherzig zugegeben. Aber es folgen ja dann keine weiteren Schritte seitens der ÖVP. Und dann stellt sich halt einmal der Herr Bundeskanzler ins Fernsehen und sagt, ja, so sind wir nicht. Ja. Aber das glaubt der ÖVP niemand. Wenn ich mir jetzt anschaue, in Niederösterreich verhandelt man jetzt allen Ernstes für die kommende Landtagswahl ein fairness Abkommen mit
mit allen anderen Parteien. Gleichzeitig hat man aber schon wieder sichergestellt, dass die Landeshauptfrau-Partei auf landesnahe Betriebe zugreift, auf die Beamtenschaft und Sonstiges. Also wir werden uns da nicht dafür hergeben, da jetzt die weiße Weste der ÖVP Niederösterreich, die gar nicht mehr ÖVP sein will übrigens, das ist auch neu, da irgendwie da als Whitewashing Maschine da irgendwie zu agieren. Nicht so aus, dass da jetzt irgendwann einmal doch zu einer Harmonie kommt zwischen FPÖ und ÖVP. Nein, die ÖVP muss jetzt einmal in sich gehen, die ÖVP muss einmal klar sagen, ja, wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht, wir hören jetzt einmal auf damit, ständig zu mauern. Wir wollen auch die Bevölkerung aus der Geiselhaft der ÖVP entlassen und der Bevölkerung die Möglichkeit geben, tatsächlich auch eine Regierung zu bekommen, die sie möchte. Denn die Regierung liegt mittlerweile, glaube ich, insgesamt unter 30%. Das muss man sich ja auch einmal vorstellen. Das heißt also, es wird, so wie es bei der FPÖ auch der Fall war, ich meine, uns sind die Schritte auch schwer gefallen und es waren sehr schmerzhafte Schritte, aber man wird glaubhaft seitens der ÖVP mal versichern müssen, dass man auch Konsequenzen gesetzt hat. Das passiert aus meiner Sicht bis zum heutigen Tag nicht. Man wurschtelt weiter. Man krampft sich in der Regierung fest, aber echte Konsequenzen sehe ich nicht. Also ich glaube, da wird die ÖVP mal liefern müssen, um auch ein bisschen Glaubwürdigkeit wieder zurückzubekommen.